Okay, hi bei Fast Forward, heute mit Tokotronic, ne? Hi. Hallo. Hallo. Okay, Let There Be Rock, ne? Euer super Lied und super Clip. Die Jungs da drin, wollte ich schon immer wissen. Das sind die Klamotten, die sind ja sehr super. Sind das die eigenen von den Jungs gewesen? Oder sind die eingekleidet worden? Ich glaube, teils waren das eigene von ihnen und teils sind die eingekleidet worden. Ja, aber ihr wisst nicht, was jetzt was war, ne? Also, nee, nicht wirklich. Alles, was auffällt, ist schon nicht von denen. Ja, die Feuerhose zum Beispiel. Ja. Ja, die ist voll gut. Das ist ja sehr geladen, der Clip ist ja sehr geladen mit Symbolik, ne? Und dann kommen ja jetzt andauernd bestimmt Leute und sagen, heißt das, das und das und heißt dieses, jenes und jenes. Was sind denn so die dürsten Interpretationen oder die krassesten gewesen? Müsst ihr da irgendwas machen? Weißt du? So blöde Sachen? Auf das Video bezogen fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Aber auf das Lied bezogen war das sehr schön. Lied gegen die EU-Politik. Wegen Europe. Wegen der EU-Verfahren. Von Harakiri. Ich habe ja übrigens gerade gestern gehört, dass jemand das immer falsch verstanden hat, den Titel, weil er nur das Lied gehört hat. Und zwar hat er verstanden, rettet die Robben. Das fand ich auch sehr schön. Was ist denn für euch die größte Rockband aller Zeiten? Wegen Let There Be Rock. Größte Rockband, also ich glaube, Jan weiß eine Antwort. Ich muss nicht lange nachdenken. Die Band heißt natürlich Kiss. Wow. Kommen aus New York City. Ja, ja, dann müssen wir nämlich gleich noch weiterreden. Kiss, ne? Für mich der Fall. Ja? Und was ist die scheißigste Rockband? Die posigste? Das dürfen wir wieder nicht sagen. So wie, ihr dürft alles sagen. Für mich U2. Ja. Den letzten Dreck von Anfang Für mich an. Dire Straits. Na, das kann man so nicht sagen. Nein. Doch, für mich schon. Ja, okay. Für euch ja, na sicher. Okay, dann kommt jetzt erstmal Let There Be Rock. Und zurück hier im Düsseldorfer Schiff-Biergarten mit Tokotronic. Ja. Euer neues Album, K.O. Okay. Gibt es da viele Leute, die jetzt wieder ankommen und sagen, rummotzen und sagen, das klingt ja ganz anders als die alten Sachen und so? Also, gibt's so? Passiert das? Ich habe jetzt schon ein paar so eine Reaktion bekommen. Also von Bekannten von dir? Oder von? Nee, eher so von Verwandten? Von Verwandten? Nee, von so einem Publikum. Also einerseits von so sehr jungen Leuten, die meinen, das ist ja gar nicht mehr so, weiß ich auch nicht. Ja. Und auch von so sehr alten Leuten, so Journalisten von so Feuilleton-Zeiten, ja, von seriösen Tageszeitungen. Nervt das nicht? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Band wäre, ne, dann würde mich das nerven, wenn immer alle Leute da kommen und sich darüber beschweren, dass es nicht so klingt wie früher. Ich meine, die ist ja meisten klar, finden das nicht so klingt. Klar, eben, aber man schon fast, wie viel das gut finden. Entschuldigung. Ja, man hat ja so viel Reaktion dann auch schon gekriegt und da auch viel gute Sachen so. Ja. Und dann irgendwie weiß man ja, dann hat man auch irgendwann so ein bisschen so sein Selbstbewusstsein so weit wieder auf die Beine gestellt, so nach der Produktion, dass man dann halt so sagt, naja gut, irgendwie das kann gut sein, dass es manchen dann nicht gefällt, aber irgendwie hat das anscheinend doch Hand und Fuß, was wir da gemacht haben, weil dann irgendwie doch man halt schon Reaktionen hatte, die das auch gut fanden und die man dann mit denen man das erörtert hat, was da gut dran ist. Ja. Und so. Das dann irgendwie, da ist man, dann hat man so weit irgendwie schon so einen festen Stand. Ja. Man weiß ja auch nicht, was gekommen wäre, wenn es wieder genau dasselbe gewesen wäre. Ja, dann kriegt man natürlich auch einen auf den Deckel, weil man sich nicht gewandelt hat irgendwie in der Zeit. Das ist ja immer so. Würdet ihr sagen, dass es Humor gibt in eurer Musik? Nein. Nein. Humor kennen nicht. Wir nicht. Wir wissen das nicht, wie das wir geschrieben nicht. Wird. Doch, sicher. Ironie? Auch. Auch. Sicherlich auch, ja. Okay, dann kommt jetzt Die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Von Tokotronic. Wow. Frühere Lieder, finde ich, da kam das Wort Hass an sich
viel mehr vor als jetzt auf dem neuen Album. Ich glaube, auf dem neuen Album ist ein einziges Mal das Wort Hass. Stimmt. Alles, was wir hassen, am ersten Tag, genau. Bla 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 bla. Warum ist das so? Warum kam das früher öfters vor, glaubt ihr? Schweigen im Wald. Nee, eben deshalb wahrscheinlich, oder? Weil man das halt so viel, ich meine, es ist ja auch eine wichtige Sache, was man hasst und was nicht. Ja. Das darzustellen, das war uns ja auch recht wichtig in der Vergangenheit. Ja. Aber irgendwann ist natürlich so mit der letzten Platte egal, aber wo wir das Stück hatten, alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun haben. Das war halt ein bisschen so das letzte Stück, was man, Hassstück, was man noch so machen kann. Ja. Kam uns schon während dem Entstehungsprozess vor. Dass, ne, so, das dass Stück man, beinhaltet das ja auch schon. Ja, und so. Dann deswegen. Aber das ist schon so, ne? Dass man sich auch über Hass definiert. Oder Abtrennung, Ablehnung. Sicherlich, das ist ja schon ganz wichtig, weil wenn man Musik macht, das geht ja schon immer um so eine, um so ein Differenzgefühl oder so gegenüber anderen Leuten oder so. Aber irgendwann hat man dann auch das Gefühl, dass sich das sehr schnell totlaufen kann. Oder nun ist auch so ein Hass, den man so ziellos gegen alles Mögliche richtet, vielleicht dann auf Dauer so ein bisschen beliebig oder so. Das gibt's natürlich auch, Bands, so, ne? Bands, die nur einfach alles hassen. Was totaler Schwachsinn ist. Ja, und das ist, kann dann also irgendwie auch zu so einer Pose verkommen und so. Und das, weil wenn man alles hasst, dann ist auch alles gleich. Ich meine, unsere alten Hasslieder, in Anführungsstrichen, die haben ja auch schon noch ihre Gültigkeit. Das hört sich an, Hasslieder. Ja, kann man sagen, Hasslieder. Die haben noch ihre Gültigkeit und... Ah. Aber das zu wiederholen, wäre ein bisschen langweilig gewesen. Ja. Ja, ja, vor allem, man hat ja dann jetzt schon gesagt, was man hasst. Eben, da kommt die ja nicht viel mehr dazu. Ja. Ja, die Platten gibt es ja auch noch im Handel erhältlich, im Einschlägen. Und da muss man ja nicht weitermachen. Ja. Okay, gleich geht's weiter. Ne? Komm, bleib. Zurück bei Fast Forward! Hallo. Wir haben ja gerade über Kiss gesprochen. Habe ich mir ja schon fast gedacht. Oder? Es munkelte im Haus. Ich habe ja ganz große Ohren. Ne? Und dann gehst du die Gänge entlang. Und dann höre ich irgendwas, wenn Leute irgendwas reden. Aber mein Gehirn vergisst dann auch die Hälfte. Und das war irgendwas mit Tokotronic und Kiss-Interview. Und mehr weiß ich nicht. Also, was war das? Wir geben die Frage weiter. Über meine Wenigkeit. Ich habe ein Interview gemacht mit Paul Stanley. Ja? Das war für die hochintelligente Zeitschrift Brigitte Young Mist. Oh, ich habe dann nur so ein bisschen geholfen, weil so eine Freundin von mir schreibt dafür und die kennt sich überhaupt nicht mit Kiss aus. Wieso wollten die interviewen? Ist das so? Das ist gerade deren Thema. Das, nee, eigentlich nicht, aber. Ich habe das dann auch versucht, so in Richtung Mode zu bringen, aber das hat die dann, glaube ich, auch gar nicht so interessiert. Ich habe den Artikel auch nicht gelesen. Aber es war sehr angenehm. Ich habe halt mit Paul Stanley gesprochen, seines Zeichens Rhythm-Gitarrist und Sänger, natürlich für alle bei Kiss. Und der war dermaßen freundlich und höflich und hat über mein schlechtes Englisch hinweggesehen, also telefonisch. Ja, aber wie ist das denn? Ich meine, das ist ja scheiße eine Legende. Ich hätte erstens kein sehr Wort rausgekriegt. Hast du dir. Der war bestimmt nicht geschminkt am Telefon, ne? Kann man eigentlich von ausgehen. Der wird ja mal in den Schiss. Wenn ich mir vorstelle, ich sehe die irgendwann oder muss mit denen reden. Junge. Das war ganz angenehm, dass es am Telefon war. Das hat dann auch, glaube ich, so eine Blockade überwunden. Ja, das stimmt. Cool. Es gibt ja diesen Zwist zwischen Kiss-Fans und AC/DC-Fans. Dann gibt es ja so Geschichten irgendwie aus Schulen, wo. Weil nicht, im sechsten Schuljahr sich Leute AC/DC Sachen auf die Taschen gesprüht haben und die anderen hatten Kiss auf der Tasche gesprüht, ne, mit so Schablonen. Ja. Und dann gehen die AC/DC-Fans hin und sprühen AC/DC auf die Kiss-Fan-Taschen und so. Ne? Ja, direkt ins Gesicht. Genau. Oder tätowieren, wenn jemand besoffen ist oder so. Aber, habt ihr das auch? Also ich meine, seid ihr alle drei Kiss-Fans? Würdet ihr sagen? Ich kann es nicht von mir behaupten, kann es von mir auch nicht behaupten. Also ich unterstütze Jan da total. Wir freuen uns ja, das ist so. Nee, ich habe ja immer beides gehört, weil ich ja eigentlich totaler Musikliebhaber bin. Ich habe angefangen, AC/DC zu hören, mochte dann Kiss gar nicht. Ich war damals aber auch zu jung, um da so wirklich richtig, das war mit 11, 12. Und dann habe ich auch angefangen, Kiss zu hören. Ich kann ja die legendäre Geschichte erzählen, ja, die alle meinen Freunden schon zu den Ohren heraushängen. Ich war da im Kino, da lief dieses Doppelprogramm, der AC/DC-Film Let's Let Me Rock und Kiss in Attack of the Phantoms heißt. Und
Da kannte ich KISS noch gar nicht, ich war nur wegen dem AC/DC-Film da und das war alles wirklich ganz böse. Die AC/DC-Fans und die KISS-Fans standen so jeder in seiner Ecke. Die waren aber dann Ecke. Für beide Filme da, natürlich. Nee, jeder nur für seinen eigenen so, natürlich. Gut. Und das war auch sehr etwas aufgeheizte Atmosphäre. Und Treiber. Das war echt, es gab keine Schlägerei, aber es war dicht davor. Und ich war danach, meinte ich, habe ich wirklich beide Bands geliebt und KISS noch ein bisschen mehr als AC/DC. Ja, cool. Okay, dann kommt jetzt für euch KISS und Psycho Circus. Chakalaka, immer noch bei Fast Forward. Charlotte mit den netten Jungs von Tokotronic, ne? Deutsche Musik, Oberbegriff. Sag mal, was ihr momentan so gut findet, alles. Bei deutschen Bands. Ich finde, was wir letztens mit einer Band waren wir in Belgien, haben wir da Auftritte gemacht, Toroko Korot. Habe ich mir die Platte ertauscht und finde ich sehr gut. Ja, ich kenne nur das eine Lied, das bei uns läuft. Das ja. Ist auch super. Echt. Ja, schön. Sonst? Ich finde Atari Teenage Riot gut, E-Cater und Fever. Singen alle Englisch, glaube ich. Aber sind aus Deutschland. Ja, scheiße. Was ist denn eure Lieblings-Hip-Hop-Band aus Hamburg? Oder habt ihr überhaupt eine? Wir haben ja letztens mit Absolut Beginner zusammengespielt. Das war schon sehr gut, fand ich. Hat mir auch sehr gut gefallen. Die finde ich auch voll super. Muss ich auch sagen. Wobei ich 1-2 noch viel mehr mag. Ja. Wegen den Texten und so. Ja. Ist das echt unglaublich. Also ganz auch gut. Ja. Miese kleine Genie. Aber wir müssen jetzt über deutsche Bands, wir müssen über ER80 sprechen, über deine Heimatstadt, bei Mönchengladbach. Oh ja, allein weil die uns dafür hassen, wenn wir in Viva 2 über sie reden, weil sie im Underground sind. Ja, ja, stimmt. Ich sag zu den Viva 2 Zuschauern. Kauf alle die Platte. Platten. Millionen. Weiß ich Schweinegott, nicht so. Die neueste ist sehr gut. Ja. Schweinegott. Das ist eine Top-Scheibe, ja. ER80. Wahnsinn. Also, die kommen die auch alle aus Mönchengladbach. Ja, ne? Ja. Mit ihrem Hit Gladbach soll brennen. Wenn das unsere Bürgermeisterin hört, ne?